Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme von Die Siedler 2, die nächste Generation. Um es heute mal nicht zu vergessen, begrüße ich auch ganz lieb an meiner Seite den Extreme Zockt. Hallo. Ja, wie wir ja wissen aus den letzten Aufnahmen, Sponti, also ich bin mega in Rage-Modus, aber volle Kanne, ich bin gegen beide hier am Kriegen. Und momentan geht es ganz arg um diesen Hafen, damit sich der Extreme dort einnisten kann. Und in dem Sinne würde ich eigentlich ganz gerne den Angriff mal wagen. Ich kann nur 5 hinschicken. Ja. Weiß nicht, ob das klappt. Er muss aber auf jeden Fall, weil das Katapult dich da sonst beschießt. Das ist ja auch nochmal wichtig. Ganz genau. Und ich schicke da oben auch mal einfach hin. Einfach mal gucken, ob es klappt. Entweder klappt oder es klappt nicht. Und in gleichem Maße möchte ich auch direkt gar nicht lange fackeln und hier oben mit angreifen. Aber der Extreme hat ja auch noch Sachen vor. Ja, prinzipiell, was habe ich vor? Auf der rechten Seite meiner Insel, da sind wir ja langsam mit dem Bergwerk endlich mal zu Ende. Aber auf der linken Seite hatte ich ja nochmal erfolgreich was gefunden. Von daher habe ich jetzt nochmal hier die Wachtürme gebaut und dementsprechend jetzt gerade nochmal hier Geologen hingeschickt, um zu gucken, ob sich dort eventuell auch nochmal was verbirgt. Wenn ja, ganz gut. Wenn nicht, dann halt nicht. Aber mal gucken, ob sich da überhaupt was ergeben kann. Achso, hier oben kann ich ja gar nichts hinbauen, sehe ich gerade. Da kann man gar keine Straße hochbauen. Na gut, hat sich das auch schon erledigt. Zumindest noch kann man da keine hinbauen. Keine Rohstoffe mehr gefunden. Also momentan geht irgendwie alles leer. Was ja, bei mir auch so sehr viel. Was schlimm ist, weil ich habe noch ein paar Gebäude auf Reserve. Also von den Bergwerken her. Oh, der Kampf, der geht schon in die epische Phase hier langsam rein. Oh, wenn ich da oben die Wachstube... Oh, die haben einen Soldat von mir besiegt. Bei mir okay, haben die keine Texturen. Wieder. Ja, bei mir auch nicht. Okay, es liegt wahrscheinlich an dem Speicherstand, weil es halt ist eine selbst erstellte Karte und wir sind ja schon ziemlich weit, so ein bisschen, dass das Spiel da nicht ganz konform mit ist. Das sieht aber nicht gut aus. Ja, das muss ich leider auch schon feststellen. Aber der Weiße wird noch etwas kniffeliger. Es ist wohl ein General. Man sieht zwar nicht, weil der keine Textur hat. Ah, da hinten hast du was eingenommen. Ah, immerhin. Das ist schon mal gut. Da kriege ich schon mal mehr Soldaten überhaupt grundsätzlich daran. Deiner schwimmt da unten. Warum schwimmt der da? Weil er es kann. Er frischt sich ein bisschen, ne? Genau, genau. Das war sein Haupt. Merkmal. Ah, der andere schwimmt auch dahin. Okay. Ich würde mal sagen, du hast die gute Position, oder? Eigentlich ja. Eigentlich ja. Eigentlich bin ich immer. Wenn man ehrlich ist. Nee, du bist ertrunken. Datenlos gestorben. Okay. Also warten wir erstmal, bis sie zurückkommen, bis die Häuser alle hier ein bisschen wieder gesetzt sind. Dann habe ich hier oben jetzt ja nochmal 9 Mittel, wo ich Soldaten hinschicken kann. Deswegen ist das eigentlich ganz... gar nicht mal so schlecht. Haben wir eigentlich hier eine Überquerung? Oh, nein, nicht da. Komme ich da rüber? Ne, schade. Schade. Hätte ich noch den zweiten Weg gehabt. Aber der beginnt erst hier hinten. Verdammt. Ja, warte, warte, warte. Hier nicht. Verdammt. Schön Spaß, der Gedanke. So, das ist besetzt, kann direkt wieder leer gemacht werden. Oh Gott, hier habe ich wieder eine Menge, um zu schauen, ob hier Rohstoffe sind. Ob sich das zu dieser Zeit in der jetzigen Spielphase noch lohnen wird, weiß ich nicht. Aber dennoch werde ich hier mal alles überprüfen. Man weiß ja nicht, was das bringt. Eben, noch sind wir auch nicht am Ende. Deswegen sollte ich dann doch lieber alles mitnehmen, was ich mitnehmen kann. Oh, ich habe außerdem was von den Grünen kaputt gemacht. Ups. Oh. Das ist ja schade. Ja, das ist sehr, sehr schade. Gut, dann kann ich hier nochmal eine Fischerhütte hinbauen. Oh, einen Steinbruch sehe ich gerade. Ja, kostenlose Steine nehmen wir mal mit. Warum nicht? Und hier auch nochmal eine Fischerhütte. Ah, Militärgebäude besetzt, Wachturm, das wissen wir schon. Fischerhütte ist leer, hier hinten auf der Insel. Hier ist so langsam alles komplett leer auf dieser Insel. Ah, hier kommen die neuen Soldaten, sehr schön.
Eisenbergwerk. Schon wieder nichts mehr gefunden. Eieiei. Eisen sollte ich eventuell noch mal gucken. Also bei mir sieht es jetzt wirtschaftlich sehr gut aus. Es geht sehr stark nach oben in allen Belangen. Ich glaube, so wirkliche Mangel habe ich auch noch nicht. Oh, ich Da habe habe ich auch noch gut vor. aus Versehen nach Spanien die ganzen Geologen jetzt hingeschickt. Das wollte ich eigentlich noch gar nicht. Weil ich da meine Holzfällehütte abgerissen habe, ja zwischen den Folgen, und dachte mir, oh, vielleicht ist ja da noch irgendwas, aber klar ist ja noch was, weil da hat ja noch keiner irgendwas hingebaut gehabt. Oh, und da unten, wo ich den Wachturm gebaut hatte, ist wirklich noch Kohle. Also gut, dann ist das ja berechtigt, dass ich da noch einen weiteren hinbaue. Okay. Dann habe ich da doch noch ein bisschen was zu tun. Gebäude ohne Arbeiter, Eisenschmelze. Das heißt, ich muss nochmal so ein Eisen. Eine Schmelzpfanne machen. Dann bauen wir sie mal. Militär erobert. Kommst du nicht längs? Ach, du kommst doch nirgends wo längs, verdammt. Okay. Dann müssen wir aber gucken, dass wir den hier wegkriegen. So, wie sieht es denn eigentlich mit Materialien aus? Holz und Stein, ja, da sieht alles sehr gut aus. Schmelzpfanne wurde hergestellt, wunderbar. Boah, hier ist echt viel Kohle. Oh Mann, das wird ja noch eine Plackerei hier werden. Aber gut. Du meinst, da kriegst du noch richtig Plack von? Auf jeden Fall, hier sind richtig gut Rohstoffe. Ganz, ganz, ganz weit im Berg findet man die Rohstoffe dann. Vorne gar nichts und im Hintergrund alles. Was ich noch extremst bräuchte tatsächlich wäre Stein. Stein wäre momentan. Oh, kommt da jetzt gerade der letzte Steinchen, was ich brauche? Ja, ich glaube, das ist Stein. Da ist die Wachstube hier oben fertig. Da haben wir da gleich nochmal mehr Soldaten zum Angriff. 6 ist okay, aber 6 ist noch nicht das, was ich möchte. Ich möchte da sicherer sein. Wir haben auch kein Katapult mehr hier, damit uns die Geigen hier nicht mehr einfach so beschießen können. Von daher sind wir jetzt auch ein bisschen safer und verlieren auch nicht so viele. Wie sieht es mit deinen Schiffchen aus? Mein Schiff ist soweit fertig und bereit. Das ist schon mal sehr gut. Militärgebäude erobert. Jawoll. Kann ich die auch miteinander Ah, verbinden? guck mal, da wäre auch Platz 1 in militärischer Stärke. Ja, weißt du, der die ganze Zeit keinen Krieg führt. Hey, ich habe auch schon als Zweitmeister besiegte Soldaten, obwohl ich noch nirgendwo war. Weiß nicht, ob das für oder gegen dich spricht. Ich würde mal sagen für mich. Ja, es war auch mein erster Gedanke. So, die Schlosserei hier kann mal pausiert werden. Ja, hier unten ist überall Kohle, 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 ohne Ende Kohle. Dann bauen wir mal dementsprechend die Kohleproduktionsgebäude mal dahin. Und in Spanien war Eisenerz zu finden. Naja, auf lange Sicht nicht verkehrt. So, habe ich dir auch schon mal vorbereitet. Wunderbar. Komm, wir probieren es doch mal. Oh, verdammt, hab gleich geguckt, was alles Generäle sind. Verdammt, egal. Egal, das Pech. Da hätte ich drüber nachdenken sollen. Ja, hoffentlich verliere ich nicht noch mehr Einheiten. Das war natürlich jetzt unklug von mir. Ich glaube an dich. Es wird dir Das ist gelingen. so lieb von mir. Militärgebäude erobert. Heißt, der Hafen ist frei. Ja. Ich werde nur noch einmal das nächste Gebäude gleich nochmal mit einnehmen, damit, obwohl, ne, ich kann sie jetzt abreißen. Du kannst sie jetzt losschicken, ne? Ja.
Also kann ich. Dann reiß ich beide jetzt ab. Du musst nur schnell genug hier sein. Sag, wenn du es hast. Da darf keine Grenze drauf sein. Ja, ich bin dabei. Nee, das bringt nichts. Der Weiß hat da noch Grenze. Ach, verdammt, nein. Doch. Und dein einer Turm da oben hat keinen Zugang zur Straße. Das ist natürlich jetzt doof. Ah, verdammt, das ist natürlich super unoptimal. Verdammt. Ja, die zwei Türme von dem müssen auf jeden Fall noch weg. Weil jetzt nur mit einem angreifen und er ist nicht mal gefreiter. Ja, dann warte, bis die Truppen wieder alle da sind. Dann dauert es ja, halt jetzt einen Moment. Ja, ich baue hier auch nochmal eine neue kurz hin. Noch eine Wachstube für mehr Soldaten. Ah, super. Ey, wir sind solche Taktiker. Unfassbar. Ja, läuft. Oh Gott, ist das bitter. Das darf keiner sehen. Die Folge fehlt bei mir leider beim Hochladen. Ja, gut, in der Zwischenzeit kann ich mir ja noch mehr Generäle machen. Macht ja nichts. Richtig. Ich wollte dir nur mehr Gelegenheit geben, weißt du? Dann bin ich top vorbereitet. Komm, wir versuchen es mal. Greifen mal sein Haupthaus an mit 15 Soldaten. Mal gucken, was passiert. Dem Schwarzen? Ja. Stimmt, du hast ja sein Haupthaus aufgedeckt in der letzten Aufnahmesession. Wo ist das denn? Wo ist das? Ach, da. Hauptquartier. Da kommen sehr viele farblose Krieger. Ja, das sind halt die sind so gezeichnet vom Krieg, weißt du? Genau. Was? Es gab nicht mal einen Kampf. Ach so, er hatte dann gar keine Soldaten mehr. Das ist ja peinlich für ihn. Also ist der Schwarze so gut wie besiegt. Er hat zwar da überall noch Einzelne, aber durch den Verlust seines Haupthauses ist er eigentlich schon tot. Dann werde ich ihn langsam aber sicher weiter penetrieren. Ja, das läuft ja schon mal ganz gut. Jetzt müssen wir noch um Dr. Weiß kümmern. Ja, das wird ein bisschen problematisch, aber ich bin mir sicher, das wird uns gelingen. Ja, da bin ich zuversichtlich. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Zwar haben wir jetzt einen kleinen Dämpfer, weil es jetzt dadurch natürlich ein bisschen länger dauert, aber ich denke auch, das ist verkraftbar. Garantiert, das schaffen wir schon. Haben wir auch schon neue Soldaten. Zwar nur erst Gefreite, aber das wird schon. Ich habe noch genug Gold und alles. Ich habe alles. Alles wie Sand am Meer. Wunderbar. Ja, hier unten läuft die Wirtschaft sehr, 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 sehr gut. Und da hinten habe ich sogar nochmal Gold gefunden. Das heißt, da hinten könnte noch mehr Rohstoff sein, aber keine Ahnung, ob ich das noch holen werde oder nicht. Bin mir unsicher. Bist du very unsicher? Ja, mal gucken, wenn die jetzt hier alle Fahnen mal abgefrühstückt haben, dass sie da mal überall gehämmert haben, wo was sein könnte, dann könnte ich da dementsprechend auch nochmal einen Wachturm bauen. Aber vorerst gerade jetzt mal nicht. In Spanien ist immer noch Warenstau. 1001 Fische habe ich da im Hafen in Spanien. Alter Finne. Das ist eine Menge. Ja, wenn die Geologen unten mal fertig sind, dann kann ich sie auch mal alle nach Spanien schicken. Dann haben die Minen dementsprechend auch direkt schon mal alle Fisch. Ohne Ende. Was natürlich vom Vorteil ist, ne? Weil du ja direkt einfach immer produzieren kannst, wie du möchtest. Ja. Wenn aber immer noch die ganzen Baumstämme hier weggeschleppt. Immer noch von oben von dem Teil, wo ich bei Sponti mal was abgehakt hatte, was auch schon Ewigkeiten irgendwie her ist. Ja, ich erinnere mich an dein Tal. Praktisch von meiner Jungfräulichkeit. Oh Gott, der Warenstaub ist ja von da hinten. Boah, das ist ja grausam. Ich habe auch irgendwo einen Warenstau. Ach du. Warum wollt ihr uns auch alle nur nach da oben bringen? Kann ich euch nicht helfen, wenn ich sage so? Dass ihr zwei Wege habt, wird euch das freuen? Kohle gefunden, Gold gefunden, okay. Yeah. So, ich werde mich jetzt auch ganz arg an die Vernichtung des Schwarzen kümmern.
Praktisch mit Vorliebe. Das ist wunderbar. Er hat sich noch nie so wertgeschätzt gefühlt, wie jetzt durch mein zärtliches Schwert. Ich baue jetzt hier unten nochmal ein Lagerhaus hin, ey, weil sonst die Geologen immer bis nach ganz oben latschen müssen. Bis sie dann mal da im Lagerhaus sind und dann wieder komplett runterlatschen müssen. Das wird das Ganze ein bisschen mal beschleunigen. Dann sind sie auch immer schneller von Ort zu Ort. Und da kämpfe ich noch und da gerade nicht. Okay. Okay, hat sie ausgekämpft gerade. Speed verloren. Ich weiß nicht. Der Weiße hat wieder einen Hafen dahingesetzt, der Blöde. Aber ist ja nicht so wild. Ich baue hier auch gerade eine Wachstube. Von daher alles gut. Was ich nochmal gucken wollte. Nee, das wollte ich nicht gucken. Wie viele Steine habe ich denn insgesamt? Ich habe nur noch 3 Steine insgesamt in meinem gesamten Königreich. Was? Ja, dann wird es, glaube ich, Zeit, dass ich dann wirklich mal die Geologen nach Spanien schicke, an der Grenze zu dir, um zu gucken, ob dort Granit eventuell ist. Weil. Ja, aber nirgendwo Granit habe. Das ist echt, also. Das ist echt unschön. Um es nett auszudrücken. Granitbergwerk ist leer bei mir, okay. Hier unten ist nochmal überall Kohle, da hinten ist gar nichts, okay. Aber wenn hier so viel Zeug ist, dann muss ich da nochmal. Komme ich nicht drum herum, dann muss ich da doch nochmal was hinbauen. Verdammt. Ich wollte es eigentlich nicht, aber lieber mehr auf Lager haben, als nichts zu haben. Nützt ja nichts, ne? Ja, so ist das leider. Gold gefunden, Kohle. Hier ist überall Gold und Kohle. Gold ist eigentlich ganz praktisch. Da habe ich auch nicht mehr so viele Bergwerke von. Also hatte ich bis eben nicht viele. Jetzt doch wieder. Da irgendwo ein Stein vorkommen. Der da baut er ab. Okay, das braucht aber trotzdem länger, bis es ankommt. Ich nichts mehr an Stein. Ein steiniges Problem möchte ich mal erwähnt haben. Ein steiniges, okay. Ja, das kann ich durchaus verstehen, wenn du da so Probleme hast momentan. Das ist absolut unschön. Und die Wachstube wird nicht fertig, weil sie auch Stein braucht, natürlich. Ich wachse momentan militärisch sehr stark an. Steigt. Das ist sehr gut. Rapide. Also wenn ich rüberkomme nach Europa, habe ich dann, denke ich mal, fast nur noch Generäle. Wenn ich allgemein mal schaue, wie viele Generäle habe ich? 64 Stück. 64 schon, das ist nicht schlecht. Ja, kann man mitleben. Deine kleine Privatarmee. Aber Esel habe ich null. Das gibt's ja gar nicht. Die Eselzucht, die hat ununterbrochen zu tun. Aber gut, ich kriege auch wieder Esel jetzt wieder zurück von den ganzen Problemstrecken. Und die Eselzucht produziert ja weiterhin. Also brauche ich keine zweite zu machen. Das wäre jetzt Quatsch. So, die Wachstube steht. Wenn ich das rechtzeitig noch fertig besetzt kriege, dann sollte der Hafen auch wieder verschwunden sein. Wunderbar. Dann kann ich also bald übersetzen. Ja, also bald zumindest ich sie auch dementsprechend angreifen kann. Ah, verdammt, komme ich nah genug ran. Egal, ich kann dann noch mal eine. Man kann einfach nur schnell so eine kleine Baracke nochmal dahin bauen. So, ist es der da oben auch wieder besetzbar? So, das haben wir jetzt auch alles verbunden. Keine Rohstoffe mehr gefunden, Fischerhütte, okay. Hier unten hatten wir nichts. Da unten werden wir. Oh, da ist ja überall noch Kohle. Oh Gott. Erst hatte ich keine Kohle und jetzt habe ich mittlerweile richtig viel Kohle, was sehr gut ist. Freue ich mich natürlich drüber, aber ich werde ein bisschen gerade überhäuft von Kohle. Weißt du nicht, wie du mit diesen Glückseligkeit umgehen kannst? Nee, also ist ein neues Gefühl, kenne ich nicht.
Aber dein Glück ist es, dass du es in dieser Folge auch nicht herausfinden musst, weil wir sind wieder am Ende einer Folge. Wie Oh. immer, wenn es spannend wird, müssen wir aufhören. Aber keine Sorge, in 2 Tagen, da sehen wir uns wieder und dann können wir weiter Krieg führen gegen den Weißen und den Schwarzen. Bleibt uns gewogen, schaut auch gerne beim Xtreme vorbei. Der Link unten in meiner Beschreibung drin zu seinem Kanal. Und wir sagen, ciao, ciao. Ciao.